Wenn man in einem Satz formulieren müsste, was derzeit der Stand an den Märkten ist, dann würde ich sagen, Anleihen ziehen immer mehr Liquidität aus den Aktienmärkten ab, weil sie mehr als eine Alternative zu Aktien geworden sind durch die weiter steigenden Zinsen aufgrund der sehr hartnäckigen Inflation. Das Ganze aber wird kaschiert durch diese Optionen, die immer wichtiger werden, deren Volumen immer weiter steigt, vor allem diese Zero-DTE-Optionen, also die Optionen, die noch am selben Tag verfallen. Das hat gestern maßgeblich dafür gesorgt, dass wir gestern Abend kurz vor Handelsschluss an der Wall Street nochmal nach oben gegangen sind. Wir haben also eigentlich eine abnehmende Liquiditätssituation. Schlecht für Aktien, wird kaschiert durch gehebelte Geschichten wie Optionen, die dann die Market Maker, diejenigen, die diese Optionen veräußern, an den Mann bringen, zwingen, proaktiv mitzugehen, sich zu hedgen, das Underlying zu kaufen. Dementsprechend entsteht eine Dynamik, die aber dann auch, und das macht die ganze Geschichte explosiv, nämlich diesen Liquiditätsabzug auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese starke Hebelungen, die dazu führen können, wenn was nach unten kommt, die Market Maker sich nach unten abhedgen müssen, sprich dann auch selber das Underlying leer verkaufen und damit eine Situation schaffen, die zu einer sehr, sehr heftigen Abwärtsbewegung führen wird. Schauen wir uns mal an, was ich damit meine oder warum ich denke, dass das so der Fall sein kann. Wir hatten gestern ja nochmal Paul mit seinen Aussagen, noch ist keine Entscheidung getroffen, wie jetzt die Zinsen dann angehoben werden, ob 0,25% oder 0,5%, dass sie angehoben werden, ist klar. Paul hatte gestern die Jobs-Daten nicht gesehen, die sehr, sehr starken US-Arbeitsmarktdaten, also respektive die offenen Stellen. Morgen kommen ja dann die Non-Farm-Payrolls. Aber schauen wir uns mal an, wie die Lage war am Montag und wie die Lage jetzt ist. Am Montag war die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen um 0,5% ansteigen, 31% eingepreist in den Fed Fund Futures. Jetzt nach dem gestrigen Testimony auch vor dem US-Abgeordnetenhaus 81%, dass die Zinsen 0,5% ansteigen und der Zinsgipfel am Montag gesehen bei 5,48%, jetzt gesehen 5,69%. Wow, da kannst du nur sagen, das ist viel, das ist richtig. Ein Erdbeben könnte man sagen und das in so kurzer Zeit und wir haben ja ein Erdbeben nach dem anderen gehabt. Die Aktienmärkte aber halten sich. Hier sehen wir mal den Chart. Wir hatten ja diesen Rallye-Versuch dann abverkauft gestern, diese leichte Kerze nach oben. Hier sehen wir mal die Terminal Rate Expectations, massiv nach oben gegangen, eigentlich schlecht für Aktien. Unten sehen wir, dass sowohl jetzt die Earnings Yield im S&P 500 als auch die sechsmonatige Anleihe wie auch die IG Yield, also die Investment Grade Yield, jetzt exakt auf demselben Niveau liegen. Das hat es so noch nicht gegeben, zeigt aber, dass natürlich jetzt Aktien eine Alternative haben, zumal alle Parameter darauf hindeuten, dass wir zeitnah, nicht morgen, aber in den nächsten Monaten eine Rezession sehen. Wir haben jetzt die Invertierung der Zinskurve bei der 2- und der 10-Jährigen mit 110, 111 Basispunkten. Das ist noch invertierter als vorher. Warum? Die 2-Jährigen Anleiherenditen steigen weiter, weil die Märkte sagen, wow, die Fed wird die Zinsen höher anheben. Die 10-Jährigen Staatsanleihen sagen, ja, das wird passieren, aber danach wird es dann eine scharfe Rezession geben und dementsprechend werden die Zinsen wieder fallen. Deswegen haben wir ein immer weiteres Auseinanderdriften zwischen der 2- und 10-Jährigen. Und wenn wir über 100 Basispunkte negativ invertiert waren, gab es immer, immer, ever eine Rezession. Ein Indikator dafür ist etwa der Heavy Truck Index, also wie viele solcher schweren Lastwagen werden verkauft. Das ist ein Zeichen dafür, womit Unternehmer im Logistikbereich, der ja ohnehin ein Frühindikator ist oder ein sehr, sehr guter Indikator für das, was kommt, womit rechnen die? Sie rechnen offenkundig nicht mit wahnsinnig viel, denn wir sehen, wie stark dieser Heavy Truck Index derzeit fällt. Normalerweise folgen die Aktien dann danach und jetzt hat ein zugegeben bärischer Autor, nämlich Larry McDonald, nochmal den Punkt gemacht. Also er rechnet damit, dass die Aktienmärkte in den nächsten 60 Tagen, also in den nächsten 2 Monaten, richtig krachen werden, crashen werden. Wir sehen ja oben zum Beispiel, dass wir die 2-jährige Anleiherendite jetzt über 5% haben. Das gab es ja zuletzt 2007, auch kurz vor sehr ungemütlichen Zeiten 2008.
Und sein Argument ist im Grunde, wir haben einen heftigen Liquiditätsentzug aus den Märkten. Wir werden gleich sehen, dass die Kapitalströme sich verändert haben. Das sorgt dafür, dass sozusagen jetzt eine absolute Alternative entstanden ist, die Aktien unattraktiver macht, zumal wir eben vor einer Gewinnrezession stehen, offenkundig, die sich gewaschen hat. Aber hier sehen wir vor allem das zweite Argument, Money Supply Growth, negativ. Das heißt, die Geldmenge sinkt in den USA und das ist deswegen eine toxische Mischung, weil es gibt jetzt also praktisch weniger Dollars, gleichzeitig aber sehen wir, dass die Gütermenge nicht steigen. Das heißt, die Preise bleiben schon deswegen hoch, weil die Geldmenge abnimmt. Das sorgt dafür, dass die Inflation nicht nach unten kommt, weil weniger Geld letztendlich jetzt hier im Umlauf ist, sodass dann eben hier die Leute gezwungen sind, höhere Preise mit weniger Dollars stemmen zu müssen. Und das ist ein ziemlich sicheres eine Rezessionslogik, möchte ich sagen. Das ist fast Mathematik, das ist logisch, dass das passiert. Eben wenn weniger Dollars höheren Preisen hinterherjagen, dann kannst du weniger kaufen. Dementsprechend geht der Konsum zurück und so könnte man durchaus eine Bear Flag in einem Bear Triangle ausmachen beim S&P 500. Aber auch das natürlich eisenharte Bärenpornografie. Aber hier nochmal, hier sehen wir bisher keinen Tag mit neuem Allzeithoch. Im Jahr 2022 hatte die Statistik gestern schon gezeigt, gab es einen gleich am ersten Handelstag. Aber dann kam die Wende der FED, der monetäre Klimawandel, seitdem ist Schluss. Hier sehen wir mal diese Wedge, in der wir jetzt sind. Rechts oben. Aber wir sehen, die Zeiten neuer Allzeithochs sind vorbei. Wenn man zum Beispiel jetzt Bullenmärkte definiert als Märkte, die neue Allzeithochs machen, dann sind wir nicht mehr in einem Bullenmarkt. So viel kann man sagen. Und ja, Paul braucht die Rezession, weil er die Inflation sonst nicht nach unten bekommt. Wir haben jetzt hier die Situation 6-monatige T-Bill-Yield, also die Rendite für die 6-monatige US-Anleihe ist jetzt dreimal Faktor 3 der zur Dividendenrendite beim S&P 500. Das sei immer ein schlechtes Zeichen für die Aktienmärkte. Allerdings merkt hier jemand durchaus zu Recht an, naja, aber schaut euch mal die Aktienmärkte und die Anleihemärkte in Ländern an mit einer Hochinflation. Da laufen die Aktienmärkte besser als die Anleihen. Da ist was dran, aber das sind Hochinflationen. Das gilt dann zum Beispiel für die Türkei besonders. Aber hier sehen wir mal diese veränderten Geldströme. Hier haben wir zum Beispiel Bank of America Global Wealth and Investment Management Survey. Also das ist wirklich, wo das ganz große Geld der ganz Reichen auch verwaltet wird. Hier sehen wir, dass die Aktienallokation jetzt so gering ist wie sehr, sehr lange nicht mehr. Nämlich seit es diese Erhebung gibt, seit 2017. Und das zeigt, wenn Sie sich auf der anderen Seite mal anschauen, hier rechts, Bonds over Stocks is firmly consensus. Das heißt, das Geld, das geht mehr und mehr in die Anleihemärkte rein, geht in praktisch sichere Investitionsvehikel rein, weil die Risikoprämie für Aktien immer geringer geworden ist. Risk Premium gibt es ja normalerweise, musst du mehr bekommen für Aktien als für etwa eine kurze erlaufende Anleihe, weil du einfach zwar mehr Chancen hast, aber eben auch mehr Risiken. Normalerweise, wo Risiken sind, muss bezahlt werden für Risiken oder muss es einen Ausgleich geben für Risiken. Hier sehen wir, by the way, wenn wir jetzt mal zum Tagesgeschehen kommen, hier gestern, die US-Indizes in den letzten Minuten, bums, nach oben geditscht. Was war los? Zero DTE Buying, die Market Maker mussten noch schnell mitgehen, dadurch der S&P 500 an der 50er Tageslinie. Und schauen wir uns mal hier an, wir haben neue Rekorde jetzt erreicht, kürzlich mit einer Trillion Dollar in sogenannten Zero-Day-Options. Und das ist natürlich jetzt ein Garant für Volatilität. Wir hatten gestern auch wieder, wenn Sie sich mal die Umsätze anschauen, relativ wenig Umsätze, was jetzt die nominalen Umsätze betrifft. Aber wenn Sie sich eben anschauen, wie schnell dann die schnell die Kurse sich bewegen, rauf, runter, in der Summe hat sich nicht viel getan. Aber auch die Handelsspanne war nicht groß, aber die Bewegungen innerhalb der Handelsspanne waren relativ schnell. Hier oben sieht man mal, wie stark diese Zero DTE, die hier dunkelblau sind, jetzt das Kommando übernommen haben. Und hier sagt ja JP Morgan, also
Wenn du mal einen Abverkauf hast, weil irgendeine Nachricht kommt, die super negativ ist von 5%, die normalerweise 5% betragen würde, dann kann es sein, dass du praktisch aufgrund dieser Hebeleffekte durch diese Optionen einen Sell-off von 25% hast. Warum? Weil die Market Maker dann, wenn etwas nach unten geht, sich versuchen abzusichern. Die müssen selber short gehen, müssen selber das Underlying verkaufen und so geht eins zum anderen. Du hast dann praktisch eine beschleunigte Mechanik, die nach unten gehen kann. Wir haben oft gesehen, wie die nach oben gegangen ist, dass die Tesla-Aktie so hoch steigen konnte, hatte viel mit Optionen zu tun und mit dem Zwang der Market Maker, dann die Tesla-Aktie zu kaufen, um sich abzusichern. Sie mussten also das Underlying kaufen. Das kann aber auch genau in die andere Richtung losgehen. Und jetzt haben wir natürlich Event Risk, also Risiken vor uns, die in beide Richtungen gehen können. Arbeitsmarktdaten am Freitag, Inflationsdaten am Dienstag. Pauli hat ja gesagt, also da werden wir sehr stark darauf achten und dann unsere Entscheidung davon abhängig machen. Aber ich denke, letztendlich ist das ja nicht der große Unterschied, ob jetzt 200.000 oder 230.000 oder 180.000 neue Stellen geschaffen werden, ob wir eine Inflation von 0,49 oder 0,54 haben oder 5,6 haben oder 0, wie auch immer. Die Inflation ist nach wie vor sehr hoch. Wir haben hier riesige Probleme. Dementsprechend sind diese kurzen Bewegungen oft übertrieben. Dennoch sehen wir ja, dass die November- und Dezember-Daten nach oben revidiert wurden. Was passiert, wenn dann nochmal Revisionen erfolgen? Also so ein bisschen diese Revisionen, das ist schon schwierig, genauso wie die Non-Farm-Payrolls, die morgen kommen. Markus Koch hat, wie ich gestern gesehen habe, gesagt, ja, der ADP, der hätte ja auch beim letzten Mal total versagt vor den Arbeitsmarktdaten. Das ist, glaube ich, falsch, sondern der ADP ist akkurater als die Arbeitsmarktdaten mit ihren Seasonal Adjustments, mit diesen ganzen Geschichten, die da reinwirken, auch mit den politischen Interessen möglicherweise. Die Biden-Administration hatte durchaus ein Interesse, dass die Zahlen ganz hübsch aussehen. Aber vor allem Seasonal Adjustments, sehr unklare Statistikmethoden. Deswegen würde ich da diesen Arbeitsmarktdaten nur sehr begrenzt vertrauen. Das habe ich schon öfter versucht zu sagen. However, jedenfalls sehen wir hier ein Anstieg des Dollars gestern oder vorgestern, ja, größter Anstieg seit November, normalerweise schlecht für die Märkte. Auf der anderen Seite haben wir hier unten beim S&P 500 eben diese fallende Wedge nach unten aufgelöst, sodass es durchaus sein kann, wenn Sie hier im unteren Chart mal oben gucken, dass wir oben im RSI auch noch eine Divergenz ausbilden müssen. Ich hatte, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch darauf hingewiesen, dass der reale Effekt der Leitzinsanhebungen erst sehr langsam in die Wirtschaft ankommt. Wir haben einen Leitzins von 4,5%, aber einen faktischen wohl von 2,44%, weil viele Verträge ja noch laufen und von der Leitzinsgeschichte gar nicht betroffen sind. Im unteren Chart sehen Sie nochmal, wir könnten also durchaus nochmal nach oben laufen, würden dann eine negative Divergenz bilden und dann nach unten gehen. Nach unten müssen wir aus meiner Sicht so oder so, ist nur die Frage eben über welchen Umweg. Und solche Zwischenrallyes haben wir auch im Jahr 2008 gesehen, immer wieder, ah, siehst du, alles nicht so schlimm, alles gut, und hier oberer Chart, und dann war es doch ein bisschen schlimm, und wir sehen, es kracht ja schon ziemlich. Wir haben im Kryptobereich jetzt die Meldung, dass die Silvergate Bank abgewickelt wird, Silvergate Capital to Wind Down OPS, also man wird die Silvergate Bank liquidieren, dann der Kurs um 43,8% eingekracht. Die Silvergate Aktie war im Hoch bei über $220, hat sich jetzt also mal gehundertstel oder ist jetzt nur noch auf einem Hundertstel. Und man kann vielleicht sagen, FTX war Bear Stearns und vielleicht das Silvergate Lehman für die Krypto-Szene. Aber es zeigt eben auch, was sich da verändert hat. Hier schauen wir mal dieses Muster an Akkumulation, Distribution und vergleichen Tesla mit Bitcoin. Die laufen ja relativ parallel. Da sehen wir Bitcoin nach dieser Erholung, nach dieser Akkumulation, Distribution nach unten. Tesla scheint diesen Weg auch zu gehen jetzt. Gestern ja durchaus unter Druck die Aktie. Dann sehen wir mal Liquidität, eben jetzt die EZB-Bilanz, wieder mal 8,6 Milliarden weniger, nur noch 7,8 Billionen, und vor allem, dass die reale Geldmenge nimmt ab. Und das ist genau das, was wir in den USA sehen, in Europa sehen, reale Geldmenge nimmt ab, also inflationsbereinigte Geldmenge, weniger Geld versucht, mehr den gleichen Gütern hinterher zu jagen. Das gibt Kaufkraftverluste, das gibt Konsum
Einbruch früher oder später. Deswegen denke ich, na klar, wir werden eine Rezession sehen. Das wird sich nicht zu vermeiden oder wird sich nicht vermeiden lassen. Hier sehen wir mal die kumulierten Bilanzen der Notenbanken, also Fed, EZB, Bank of England, Schweizer Nationalbank und Bank of Japan, also die einzige, die in diesem Kontext noch Geld druckt, Quantitative Easing betreibt. Neben den Chinesen, hier sehen wir, die Geldmenge ist deutlich gesunken, aber der MSCI World, den man auch, könnte man auch den S&P 500 nehmen, ist nicht gesunken. Die reagieren also noch nicht auf diese reduzierte Liquidität. Und kommen wir abschließend noch nach China, meine Damen und Herren. Hier sehen wir, dass die Verbraucherpreise weniger gestiegen sind als erwartet. Das deutet auf eine geringere Nachfrage hin. Wir sehen auch die Produzentenpreise minus 1,4%. Also wir haben keinen Inflationsdruck aus China, richtig, aber wir haben eben hier den Beleg dafür, dass die chinesische Wirtschaft sich nur maßvoll, wenn überhaupt, erholt. Und hier ein Artikel interessant in der Financial Times, eben dieser Systemkampf zwischen den USA und China, wo ein englischer Autor sagt, ja, also selbst wenn China eine Demokratie wäre und wenn Taiwan nicht existieren würde, dann würden die Amerikaner trotzdem versuchen, China unten zu halten. Ich glaube, da ist was dran. Apropos China, da gibt es ja eine extreme Schuldenbombe. Die Verschuldung Chinas über 300% zum BIP, wenn man die Staatskonzerne mit einrechnet, die ja massiv verschuldet sind, die Haushalte weniger verschuldet, die Regierung per se auch weniger, aber es sind die Staatskonzerne, also dann indirekt dann doch wieder die Regierung. Jetzt will man Finanzreformen machen, die letztendlich darauf hinauslaufen, dass die kommunistische Partei gestärkt wird in Relation zum Staat. Das ist sozusagen das neue Motto. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Ja, was passiert denn eigentlich, wenn die Zinsen auf 6% steigen? Was wird das bedeuten? Zweite Artikelempfehlung. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.